Ja, also ich habe eigentlich auch via Twitter davon erfahren, weil es ja dann auch einen Sturm der Entrüstung gegeben hat. Ich muss ehrlich zugeben, ich war dann doch etwas schockiert, weil ich gerade eigentlich auch frisch im Amt war als Generalsekretärin und es mir persönlich wirklich sehr wichtig war, auch gleich festzuhalten, dass ich für einen anderen und einen neuen Politikstil stehe. Mir sind diese Untergriffe und Herabwürdigungen persönlich auch zuwider. Dass es dann doch eigentlich relativ schnell gegangen ist, das, glaube ich, ist mittlerweile jetzt auch schon Geschichte. Also das gesamte Wochenende hat sich natürlich sehr viel darum gedreht. Wie haben Sie es denn aufgefasst? Wirklich als Sexismusvorwurf oder als durchgeknallter Psoffener? Oder was haben Sie sich gedacht? Naja, also ich bin mir schon sehr herabgewürdigt als Frau auch vorgekommen, weil ich war Ende der 80er, ich glaube, 12 Jahre alt. Ich komme vom Land, also ich habe, mit den Damen der inneren Stadt relativ wenig zu tun. Auch die Sprache ist, glaube ich, eine doch etwas andere. Und ich glaube auch, mein Lebensweg und auch meine Arbeit, die ich bisher geleistet habe, also in den letzten Jahren auf europäischer Ebene, aber natürlich auch in Österreich, sprechen auch eine andere Sprache. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aber so viel dazu sagen. Aber das, was Sie empört hat, ist, dass da ein durchgeknallter SPÖler behauptet, ÖVP-Frauen wollen prinzipiell sich hochschlafen oder so irgendwie. Oder das steht ja eigentlich im Raum. Glaub, oder was ist Ihrer Meinung nach das wirklich Sexistische dran? Diese Unterstellung? Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass der Herr Schrage sich halt als Mann so quasi über die Frauen stellt. Und für mich ist aber in dieser Causa eigentlich auch alles gesagt, weil ich, wie gesagt, auch für einen neuen und anderen Politikstil aber stehe. Aber das, was Sie empört hat, ist, dass da einer behauptet, die ÖVP-Politikerinnen wollen sich sozusagen generell hochschlafen. Genau, wobei ich aber eher glaube, dass es da generell auch gegen Frauen geht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur, er hat halt das Beispiel herangezogen, vielleicht wäre es an einem anderen Tag dann etwas anderes gewesen, keine Ahnung. Das sind Mutmaßungen, vielleicht lassen Sie den Herrn Strache dann. Das wollte ich Ihnen ersparen, das hätte ich natürlich auch machen können. Oder? Das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sendung. Ist nicht Sinn der Sendung, ist nicht der Sinn der Sache. Für mich ist das auch erledigt. Wie gesagt, ich stehe für einen anderen Politikstil. Solche Sachen sind mir persönlich auch zuwider. Alles Weitere muss jetzt auch die SPÖ klären, wie sie dann damit umgeht. Also meine Art ist es nicht. Ich persönlich glaube, er wäre gern gekommen, denn er ist ja seit gestern Fan von Ihnen. Ja. Weil er hat ja gepostet, er bewundert Ihren souveränen Umgang mit seinem Posting. Ja. Und wären Sie in der SPÖ, wäre ihn um die Zukunft seiner Partei nicht bang. So aber muss er um die Zukunft der SPÖ zittern. Ja. Wie reagieren Sie denn auf das? Nein, ich glaube, auch das wird der SPÖ intern zu klären sein.